Rondo Media. Lizzie. Hyperinia Games. Preload. Die drei Freunde von der Reitschule, der geheimnisvolle Unfall. Ja, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf meinem Kanal. Einem weiteren Pferdespiel. Ich musste die Auflösung etwas anpassen, weil irgendwie war der Bildschirm zu groß. Also ich habe hier die Leiste zum Beispiel gar nicht gesehen. Aber jetzt scheint alles zu funzen. Und ich hoffe, das Spiel läuft auch gut. Und dann, wir starten direkt ein neues Spiel. Genau, worum geht's? Oh, ich habe den Namen der Charakterin vergessen. Auf jeden Fall geht's mal wieder um ein Mädchen, das Urlaub macht in der Reitschule ihres Onkels, glaube ich. Und es ist diese typische Pferdespielthematik. Der Hof ist in Gefahr, er hat finanzielle Schwierigkeiten und irgend so ein Heini versucht ihn halt zu ruinieren, weil er das Grundstück kaufen will. Aber ich denke mal, es wird uns hier noch gut erklärt werden. Clara oder Sarah oder irgendwie, weiß ich jetzt nicht. Okay, wir starten einfach mal. Hätte ich jetzt nämlich noch den Kopf, den Namen von der Charakterin im Kopf. Oh, Steuerung. Ja, dann hätte ich mich jetzt so genannt, aber naja, gut. Linke Maustaste ist vorwärts gehen. Warum? Warum zum Henker? Naja, egal. Oh je. Man sieht, dass es von Simulator-Programmierern ist. Es ist. Da fährt ein Zug durch nicht vorhandene Landschaft. Mal gucken. Direkt nochmal. Ich hab doch schon vorgelesen, von wem das ist. Laura heißen wir. Hallo Laura, es ist wirklich schon sehr lange her. Oh. Es ist wirklich schon sie sehr liest lange vor, ich habe nichts gesagt. Bei uns gewesen bist. Unsere Reitschule geht es leider nicht mehr so gut wie früher. Wir haben jede Menge Schulden und wissen nicht, wie wir sie rechtzeitig abbezahlen sollen. Onkel Arthur ist deswegen schon sehr besorgt und befürchtet, die Reitschule an eine Gruppe Immobilienmakler zu verlieren, die an ihrer Stelle ein Einkaufszentrum errichten wollen. Es ist fürchterlich, ihn so leiden zu sehen. Denn die Reitschule ist doch sein Ein und Alles. Ich weiß nicht, was er machen wird, wenn wir die Reitschule tatsächlich verlieren sollten. Dein Cousin Christian trainiert pausenlos, um Reitturniere zu gewinnen und so die Schulden der Reitschule abzahlen zu können. Ich bin sehr stolz auf ihn und weiß, dass er das Zeug zum Sieger hat. Allerdings übertreibt er es schon, denn er trainiert stundenlang ohne Pause und hat sich die Idee in den Kopf gesetzt, der Beste zu sein. Nun denn, wir freuen uns trotz dieser Sorgen sehr auf deinen Besuch. Deine Tante Eva. Wie gesagt, die typische Thematik. Normalerweise ist es zwar ein Reiterhof und keine Reitschule, aber Jacke wie Hose, oder? Das ist dann wohl Laura. Warum zum Henker hat sie so ein, keine Ahnung was um die Hüfte? Scheißegal. Die drei Freunde von der Reitschule, der geheimnisvolle Unfall. Ja, habe ich alles schon gelesen, ich weiß Bescheid. Kann es jetzt bitte weitergehen? Ich war wirklich schon sehr lange nicht mehr bei meiner Tante. Und ich habe ganz vergessen, wie wunderschön es hier ist. Warum kommt da unten ihr Kopf? Warum zeigen sie mir nicht einfach ihr Gesicht? Top, top, top. Sie hat ganz schön große Schuhe. Und hinterlässt ziemlich große Fußabdrücke. Tolles Gestüt. Oh, finstere Musik.
Ich sehe alles schon vor mir. Oh Gott, ist der creepy. Die Leute werden in Scharen hierher kommen. Und ich hätte wirklich keinen besseren Platz für mein neues Einkaufszentrum finden können. Ja, wirklich. Das war eine hervorragende Entscheidung von mir. Wir werden reich. Warum haben so eine Fuzzis immer als Beschützer Waluigi und Wario dabei? Das werden sie nicht. Wir werden bis zum letzten Tag hier Das ist also mein Onkel. Mein Onkel ist sichtlich schon depressiv. Ruhig, Arthur. Rege dich bitte nicht so auf. Er ist tiefenentspannt, das war doch kein Aufregen. Sie schuft! Wie können Sie uns das antun? Die Reitschule bedeutet meinem Vater alles. Haben Sie denn gar keine Gefühle? Das ist mein Cousin. Fertig. Ich werde niemals zulassen, dass Sie die Reitschule bekommen. Mein Cousin ist ein Alien. Beruhige dich, Junge. Es wird alles gut werden. Du wirst schon sehen. Und meine Tante sieht so ein bisschen aus wie die Mutter aus Resident Evil 7 Biohazard. Jetzt fehlt noch so eine Laterne in der Hand und Insekten, die um sie rumfliegen. Das werden wir. Sie haben noch genau 6 Wochen, um die Schulden zu bezahlen. Das ist ja mal einigermaßen viel. Wochen. Das ist über einen Monat. Wenn Sie bis dahin nicht gezahlt haben, wird das Land mir gehören. Dann werde ich diese alberne Reitschule abreißen und das größte Einkaufszentrum der Umgebung errichten lassen. Sie sollten mir dankbar sein, dass ich die Zivilisation in diese verschlafene Gegend bringe. Sollte ich das? Achso, ich muss klicken. Vergesse ich immer so ein bisschen. Bald haben wir hier Straßen, Autos, Menschenmassen. Nun gut. In 6 Wochen bin ich wieder hier. Und dann bereits mit meinen Maschinen, um diese Bruchbude hier abreißen zu lassen. Meine Zeit ist kostbar und knapp. Ich werde sie nicht weiter mit Leuten ihresgleichen verschwenden. Bis bald, ihr Trottel. 2 Dinge. Erstens, was für ein Arsch? Zweitens, warum machen sie sich die Mühe und programmieren einmal den Typen, der so rumfuchtelt, während er redet, und daneben nochmal seinen Kopf, wo halt animiert ist, wie er redet. Anstatt, dass sie gleich auf den Charakter da ja reanimieren, wie er da quatscht. Okay. Eigenartig, eigenartig. Und Laura latscht einfach mal dran vorbei. Herr Fischer ist ein Idiot. Wenn er denkt, die Reitschule abreißen und ein Einkaufszentrum errichten zu können, dann hat er sich gewaltig geirrt. Ich werde das niemals zulassen. Ist ja gut. Du kannst beruhigt sein, Papa. Ich verspreche dir, dass er seinen Plan nicht durchführen kann. Ich werde alle Reitturniere gewinnen und mit den Preisgeldern die Schulden der Reitschule abzahlen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich danke dir, mein Sohn, und ich bin sehr stolz auf dich. Hört man nicht in der Stimme. Nun müssen wir tatsächlich alle dafür sorgen, dass die Reitschule erhalten bleibt. Es ist nicht so einfach, wie du denkst. Ist der mit Lucinda Green verwandt? Die hat auch mal so unmotiviert geredet. Laura, Entschuldigung. Und weg ist die Musik. Ich bin gerade angekommen. Eure Unterhaltung war sehr intensiv und ich wollte lieber warten, bis sie beendet ist. Intensiv ist ein gutes Wort. Oh ja. Bitte verzeih uns unsere Unhöflichkeit. Was waren das denn für Typen? Na, was wohl? Das waren Immobilienmakler. Sie wollen anstelle der Reitschule ein neues Einkaufszentrum. Das waren Mafiosis. Das werden sie aber nie schaffen. Herr Fischer und seine Gorillas werden die Reitschule niemals zerstören können. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Ist ja gut, Christian. Es wird immer schwieriger, ruhig zu bleiben und die Probleme zu lösen. Die Reitschule ist alles, was wir haben, und ohne sie werden die Kinder hier nicht mehr reiten lernen können. Dieser Grund und Boden war immer mein Traum, und nun wandelt er sich langsam. Wenn ihr Geldprobleme habt, dann scheinen die Kinder hier in der Gegend eigentlich gar kein Interesse daran zu haben, reiten zu lernen. Wie war die Reise, Laura? Sie war gut, danke der Nachfrage. Wie schön, dass du wieder einmal bei uns bist, Laura. Wir hatten alle schon große Sehnsucht nach dir. Creepy. Mir ging es genauso und ich konnte es kaum erwarten, wieder einmal bei euch zu sein. Christian, du hast doch von einem Reitturnier gesprochen. Was für ein Turnier ist das denn eigentlich? Ein Reitturnier. Die Reitervereinigung veranstaltet ein regionales Reitturnier, das Ende nächsten Monat stattfindet. Der Sieger darf am nationalen Reitturnier der Amateure teilnehmen und seine Reitschule bekommt einen Scheck zur finanziellen Unterstützung. Aber noch muss ich jede Menge trainieren. Ich weiß nicht, ob ich schon gut genug bin. Und die Reitschule braucht doch so dringend das Geld. Die Reitschule kriegt Geld? Was ist denn das für ein Turnier? Du
Du bist ein ausgezeichneter Reiter und ich glaube schon, dass du gewinnen kannst. Ich möchte euch helfen, die Reitschule zu retten. Wir nehmen deine Hilfe gerne an, Laura. Bitte entschuldigt mich jetzt, denn ich habe noch sehr viel zu tun. Wir sehen uns dann später. Jo. Fühle dich bei uns wie zu Hause, Laura. Falls du mich brauchst, findest du mich im Haus. Ich zeige dir dein Zimmer, wenn du zu mir kommst. Wenn du zu mir kommst, zeige ich dir dein Zimmer. Ich werde beim Stall sein und kann dir zeigen, wie der Tagesablauf hier so ist. Sieh dich erstmal in Ruhe überall um. Alles klar. Du wirst sehr lange hier bleiben. So. Okay, Kamera macht mich. Ich glaube, ich muss das Sound noch mal ein bisschen nachregeln. Man hört ihre Schritte nicht. Hallo Laura, wie schön, dass du uns helfen willst. So habe ich mehr Zeit zum Trainieren. Solange du hier bei uns bist, kannst du dir einfach ein Pferd nehmen und in der Gegend herumreiten. Schön. Um auf einem Pferd zu reiten, benötigst du Zaumzeug und Sattel. Ach was. Du kannst das Zaumzeug mit der Leertaste oder mit der linken Maustaste im Sattelraum nehmen. Nachdem du es einem Pferd angelegt hast, nimmst du den Sattel und kannst ihn mit der gleichen Taste auf das Pferd legen. Sattel und Zaumzeug findest du im ersten Raum links. Um auf das Pferd zu steigen, geh in die Nähe des Sattels und drücke die Leertaste oder die linke Maustaste. Willst du das Pferd führen, so gehe zu seinem Kopf und betätige dieselbe Taste. Alles klar. Um zu reiten, drücke einmal die Pfeiltaste nach oben und drücke sie erneut, um diese Geschwindigkeit beizubehalten. Klicke die Taste zweimal schnell hintereinander, um zu traben bzw. zu galoppieren. Okay. Durch Ausritt in deiner Freizeit kannst du die Gegend hier schnell kennenlernen. Aber es gibt natürlich auch Stallarbeit zu erledigen. Wo wir gerade von Arbeit sprechen. Hier kommt Peter. Wer ist Peter? Da ist er. Hallo Peter, na wie geht's? Hallo Christian, bei mir ist alles klar. Das ist Peter. Er hilft uns bei der täglichen Stallarbeit. Mhm. Peter, das ist meine Cousine Laura, die angereist ist, um uns ein wenig in der Reitschule zu helfen. Hallo Peter. Zu helfen? Ich dachte, ich habe Ferien. Herzlich willkommen. Ich kann wirklich Hilfe gebrauchen. Ich meine natürlich hier bei der Arbeit in der Reitschule. Wenn du mir ein wenig unter die Arme greifst, will ich dir gerne etwas über Pferde beibringen. Was hat er gedacht, was ich jetzt denke, wobei er Hilfe braucht? Ich bin wirklich gekommen, um euch zu helfen, Peter. Das ist schön. Also, ich bin eigentlich immer hier im Stall. Und falls du etwas wissen willst, kannst du mich jederzeit fragen. In Ordnung? Abgemacht. Bis später dann. Sehr nett. Der ist mir bis jetzt am sympathischsten. Schade, dass die Reitschule in so einer schwierigen Lage ist. Die Lage ist wirklich übel und deswegen finde ich es toll, dass du uns helfen willst. Ich muss hart trainieren und mit deiner Hilfe werde ich nun mehr Zeit haben und es so sicherlich schaffen, das Turnier zu gewinnen. Hoffentlich. Ich mache das hier nicht, damit alles umsonst ist. Ich will dir mit all meiner Kraft helfen und ich bin mir sicher, dass du das Turnier gewinnen wirst. Es wird nicht leicht werden. Da gibt es diesen Typen. Naja, er ist einer der Favoriten hier. Typisch. Normalerweise ist es zwar ein Mädel, aber ist auch mal was Nettes. Wer ist es? Bernie. Eigentlich Bernd. Aber alle nennen ihn nur Bernie. Ist auch netter als Bernd. Er gewinnt viele Turniere, trainiert nur mit der teuersten Ausrüstung. Seine Eltern bezahlen alles, damit er die Nummer 1 wird. Oh je. Aber wir glauben an dich und eure Reitschule hat schon viele Champions hervorgebracht. Warum ist sie denn jetzt so runtergekommen? Aber Bernie hat Geld und Zeit. Ich muss mich noch um die Stallarbeit kümmern. Ich muss dieses Turnier einfach gewinnen. Laura, danke, dass du gekommen bist. Du hast alles stehen und liegen lassen, nur um uns zu helfen. Ich dachte, ich habe Ferien. Von ganzem Herzen. Der Erhalt der Reitschule liegt mir sehr am Herzen. Und jetzt, wo ich da bin, hast du einfach mehr Zeit zum Trainieren. Mhm. Ich muss also wieder arbeiten. Ja, stimmt. Ich glaube, es wird noch alles gut ausgehen. Darauf wette ich. So, ich werde nun wieder mein Training aufnehmen. Die Zeit ist knapp. Falls du irgendetwas brauchst, sprich mit meiner Mama. In Ordnung? Ich will aber nicht mit der reden. Hallo Laura. Dies ist unser Pferdestall und er ist wirklich gut ausgestattet. Hat fast alles, was man braucht, um aus einem Pferd einen echten Champion zu machen. Fast. Ich habe bereits eine Aufgabenliste mit Arbeiten zusammengestellt. Es wäre toll, wenn du sie abarbeiten könntest, um mich zu entlasten. Aber keine Sorge, ich werde dir zuerst alles genau erklären. Beginnen wir ganz von vorne, mit der Reinigung des Stalles. Ein wahrer Champion kennt alle Stationen des Lebens und hat meist ganz unten begonnen.
so solltest auch du wissen, wie man einen Stall säubert. Um den Stall zu fegen, musst du dir einen Besen holen. Ach was. Du findest ihn im Geräteraum. Geh dich zum Besen und drücke die Leertaste oder die linke Maustaste. Hier im Stall staubt es eigentlich immer und man sollte daher jeden Tag fegen. Nichts ist dazu besser geeignet als ein guter Besen, mit dem die Arbeit schnell erledigt ist. Mhm. Und wie weiß ich, wann eine Arbeit erledigt ist? Ah, hast du die Dreckhaufen aufgefegt und alles ist sauber, erhältst du die Nachricht, die Aufgabe ist erfüllt. Auf mein Handy oder was? Ach wie, ich soll das jetzt direkt alles mal machen? Okay. Ja, Besen. Na dann mal los. Schraub, 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 schraub. Ah, oh, die Pferde sind hier niedlich gezeichnet. Wen haben wir denn hier so? Duran. Blacky. Blacky ist übrigens lila. Jumper. Ich bin eingesperrt. Ich bin hier mit Peter eingesperrt. Nein. Okay, ich tue so, als würde ich das nicht mitkriegen. Fuchs. Sternchen und Diamant. Es gibt irgendwie in jedem Pferdespiel gibt's ein Pferd, das Diamant heißt. Spitze, du hast den Stall gereinigt. Hm, in Ordnung. Nun zur nächsten Aufgabe. Ein echter Champion behandelt seine Pferde liebevoll und zärtlich. Ach was. Es reicht also nicht aus, die Pferde nur zu füttern und mit ihnen zu trainieren. Pferde lieben es, schön sauber und gepflegt zu sein. Wie der Mensch. Um ein Pferd zu reinigen, muss zuerst immer das Zaumzeug angelegt werden, damit man es auch in den Waschraum führen kann. Mhm. Ah, du weißt ja noch gar nicht, wie man das Zaumzeug anlegt. Doch, das hat mir Christian erklärt. Einfach. Geh in den Sattelraum zum Zaumzeug und drücke die Leertaste oder die linke Maustaste. Ja, das muss ich mir nicht nochmal anhören, das hat Christian schon erzählt. Als das Pferd in den Waschraum gebracht wurde, kannst du mit dem Waschen beginnen. Das Waschen besteht aus drei Vorgängen. Waschen, Seifen und Bürsten. Okay. Um den Waschvorgang zu starten, geh zuerst zum Tisch im Waschraum und nehme den Wasserschlauch, mit dem du das Pferd nass machst. Danach gehst du wieder zum Tisch und nimmst die Seife, um das Pferd einzuseifen. Mhm. Spüle die Seife anschließend mit dem Wasserschlauch wieder ab. Hol dir zum Schluss die Bürste und reinige damit das Pferd endgültig. Fertig. Nun ist das Pferd blitzblank. Das muss ich wahrscheinlich auch direkt mal machen, oder? Ist es egal, mit welchem Pferd ich das mache? Oder ich guck mal, ob mir irgendwas markiert ist. Oh, okay, Duran. Die Sättel haben Namen, aber das Zaumzeug nicht. Ich nehme das hier. Bäh. Macht ihr das beim Putzen auch immer so? Aus der Box nehmen.